Na, DTM Race Driver 1 und 2, auch bis heute nicht gezockt. Ich weiß, das ist unglaublich. So viele Spiele, die ich nicht gezockt habe oder nur angezockt habe. Und weiter zum nächsten. Rebel Assault. Ja, das hat für mich auch Kultstatus. Ich bin nämlich auch ein Star Wars Fan. Und das Spiel war eins meiner allerersten. Ist von 1993. Ja, das war, glaube ich, auch das, entweder das erste oder eins der ersten CD-ROM-Spiele. Tja, wir mussten früher noch auf Diskette spielen. Das kennen viele von euch bestimmt gar nicht. Rebel Assault 2, jawohl. Und das ist von 1995. Wie gesagt, ich liebe Star Wars. Finde ich einfach klasse. Dann haben wir X-Wing und TIE Fighter. X-Wing und TIE Fighter, wo habe ich die Packung? Hier ist sie. Oh, oh, da ist was Lustiges auf der Packung. Das sieht man jetzt nicht auf dem Bild. Hier ist das Preisschild. Da steht noch drauf 34 D-Mark 99. D-Mark, Leute. X-Wing steht Datum 1992 drauf auf der Packung, beziehungsweise 94, und TIE Fighter 94 und 95. Auch diese beiden Spiele habe ich nur angezockt. Mann, Mann, Mann. Da sind auch jeweils die, das ist die komplette X-Wing-Kollektion und die komplette TIE Fighter-Kollektion. Ich kann schon nicht mal vernünftig reden. Dann als nächstes wieder... Oh, nee, da kommt jetzt das Wing Commander 3. Oh ja, da spielt... Wing Commander war auch damals total der Burner. Also von 94 das Spiel. Ich weiß gar nicht, mit echten Filmszenen auch drin. Mark Hamill kennt ja auch jeder aus Star Wars. Oder John Rhys Davies, Malcolm McDowell. Ich weiß jetzt nicht, ob ich die Namen auch richtig ausspreche. Da sind echte Schauspieler halt dabei. Aber ich muss weitermachen. Direkt das nächste. Ja, wie gesagt, ich bin auch Star Trek-Fan. Ich kenne alle Serien. Ich kenne die alle Kinofilme. Klingon Hanagard. Auch ein Shooter aus dem Jahre... Wo steht hier was? Hier steht nichts. Verdammt, hier steht nichts. Hier steht nichts von 1998 und das nächste Spiel. Ja, noch mehr Star Trek. Star Trek, das ist beides Adventure-mäßig. Star Trek The Next Generation, A Final Unity. Ach, ich fand Next Generation fand ich geil. Ja, Captain Picard oder Data, einfach klasse. Genauso wie Star Trek 25 Anniversary. Oh Gott, ich spreche so ein scheiß Englisch, das ist nicht zu glauben. Star Trek mit Kirk und so, das ist ja sowieso Kult, oder? Da stimmt mir, glaube ich, jeder Star Trek Interessierte zu. Star Trek 25. Blablabla von 92, 93 und Star Trek Next Generation Final Unity Deutsch Stimmen in Englisch, Untertitel auf Deutsch steht hier. Ich sehe jetzt aber keine Jahreszahl. Ich mache jetzt einfach mal weiter. So, was haben wir denn da noch? Privateer 2, The Darkening. Oh, scheiße, das Foto gefällt mir ja gar nicht. Tut mir leid, Leute. Ja, da spielen auch bekannte Schauspieler mit. Jürgen Prochnow. Und da sehe ich auch, das hatte ich ganz vergessen. Clive Owen. Da sieht er noch ein bisschen jünger aus. John Hurt, kennt ihr vielleicht auch. Na, auf jeden Fall ist das auch von den Machern von Wing Commander. So, ich mache einfach mal weiter. Ja, ein paar PS3-Spiele habe ich auch fotografiert. Mech ist ein reiner Online-Shooter für die PS3. Habe ich auch bisher noch nicht gezockt, das Spiel, das habe ich auch gebraucht gekauft. Direkt zum nächsten. Killzone 2, das habe ich schon öfters gezockt, das finde ich auch richtig geil, gefällt mir auch, will ja auch unbedingt mal ein Let's Play machen. Und das nächste, Resistance 2, gefällt mir auch unheimlich gut, auch Shooter, geil. Dann Uncharted 2 habe ich bisher nur angespielt, finde ich auch total klasse, ist so ein Action-Spiel,
Kennt ihr bestimmt auch oder habt ihr mit Sicherheit schon gehört. Auch total geil. Ja, God of War Collection, die habe ich auch vor kurzem erst gebraucht erstanden. Ist komplett Englisch, ist für mich natürlich ein bisschen blöd, weil ich ja, wie gesagt, meine Englischkenntnisse sind nicht so toll. Ist God of War 1 und 2 halt nur remastered oder wie das so schön heißt. Remastered in High Definition. Ich habe auch 1 und 2 habe ich auch für die PS2. Ich habe sowieso noch PS2-Spiele. Ja, aber ich mache jetzt erstmal weiter. Da haben wir dann noch Infamous, auch für die PS3. Gefällt mir auch sehr gut. Ist ein Actionspiel. Kann ich auch empfehlen. Habe ich auch gebraucht erstanden. Und dann haben wir hier noch FIFA 09. Auch für die PS3. Habe ich auch schon gezockt. Auch geil. Aber irgendwie habe ich jetzt hier ein Foto vermisst. Ich klicke nochmal schnell durch. Ich habe hier nämlich die Packung liegen. Aber anscheinend, verdammt, habe ich das nicht da drauf. Dark Forces habe ich nämlich noch hier liegen, die Packung. Von Star Wars, finde ich nämlich auch total geil. Also ihr seht, da sind einige Spiele zusammengekommen. Und, verdammt, das ist anscheinend wirklich nicht dabei. Bin ich denn doof? Ich bin doof. Ja, okay, ich weiß, ich bin doof. Ach, Star Wars. Einfach geil. Ja, okay. Ich habe es tatsächlich anscheinend irgendwie vergessen. Aber wie gesagt, das ist sowieso nur ein Teil von meiner Spielesammlung. Und ich habe hier nämlich auch noch mehr PC-Spiele, PS2-Spiele. Ich habe hier Super Nintendo-Spiele und Mega Drive Spiele und von Sega kennt ihr noch, wie heißt das jetzt nochmal? Dreamcast, genau, davon habe ich auch noch Spiele, aber das würde jetzt absolut den Rahmen sprengen. Habe ich auch gesagt, PS1, da habe ich nämlich auch noch Spiele. Ich will noch so viele Let's Plays machen, das schaffe ich wahrscheinlich niemals in meinem Leben. Och ja Gott, genau, die Xbox 360 Spiele, die habe ich auch gar nicht. Oh, ich dusel. Ja, ich würde sagen, das kommt dann irgendwann beim 100er Special oder 200er Special. Irgendwann eines Tages werde ich das ja auch erreichen. Tja, ich hoffe, es hat euch ein bisschen gefallen. Es war nicht wieder zu langweilig und ja, bis zum nächsten Video. Tschüss, Leute.